in die Pistenrunde, denn die Nifron haben sie jetzt im Commercial Spot da gemacht und das ging jetzt komplett in die Hose. Aber wir sind jetzt da und 7GG konnte sich die Nifron sichern. Jetzt kommt der Approach von den Power Rangers über die Banane. Aikai und String holen da sofort die Entries. Bosstrax im CT gegen 5 in der Banane versammelten TS. So, das String da, der macht sofort den nächsten SMN, würde über CT schieben. Und Chico kommt jetzt dazu. Alter, alle 5 sind da vorne versammelt, ne? Alle 5 sind da. SMN holt erstmal 2. Macht den 13. Akai ist jetzt auch noch da. Das ist jetzt aber alles wieder möglich. SMN, aber für die letzten beiden reicht es nicht. Ich bin jetzt wieder da, ihr seid wieder da, wir sind wieder da und die Power Rangers holen sich hier die Pistel. Matches pause, sofort auch einer gedroppt. So, erstmal 3 geile Pistol Frags von SMN. Und sofort ist einer flöten gegangen. Nix ist jetzt wieder da. Und jetzt heißt es quasi Replacement Spieler. Und ich denke mal, sollte eigentlich relativ zügig weitergehen. Davor ging Mirage an die Power Rangers. Jetzt sind wir auf Inferno. Es ist der Pick von 7GG. Und sie wollen natürlich zu 100% hier diese Map holen. Hier geht es nämlich um alles. Hier geht es um den letzten Slot für die Division 2. 7GG braucht jetzt Inferno. Dann geht es auf das 2. Dann sind wir auf der dritten Map. Chico ist jetzt wieder da. Somit soll es jetzt auch relativ schnell weitergehen. So, Pause ist weg. Die Jungs von 7GG lassen B komplett offen, versammeln sich rund um A und warten da jetzt auf die Aggression von den Power Rangers. Die sind in der Mitte. So, Akai ist da. Jetzt pieken sie alle gleichzeitig rein. String. Und Waikali machen da jetzt 3 Frags. Marvin mit dem 4. Und Chico jetzt alleine mit 17 AP. Der versucht dann noch irgendwie zu escapen. Aber das Waikali da. Und die Power Rangers holen sich die 2. So, jetzt haben wir die erste Buy-Round für 7.gg. Bosstrax und Rand sind auf B. Next SMN und Chico auf A. So, die Aggression war sofort da. Akai ist da in die M4 von Bosstrax gelaufen. Der ist jetzt hier mit 2 Smokes ein bisschen abblockiert. 2 Spieler sind da noch in der Lower Banane. Wir haben String. Und jetzt den Boost von den CTs. Das ist jetzt natürlich ein Bait-Play. Und sie warten auf die Aggression von den Ts. Wobei, dass die sich eher in Richtung A aufbauen. Wir haben Waikali hier close on Boiler und Matthew in der Mitte. Der sucht im Pick. Dabei Arch. Aber hat jetzt den Winkel. Chico, oh, das war fast unglücklich für ihn. SMN und Nix, die sind da. Und sie holen die komplette Runde. Erste jetzt für 7. Eins. 2. Pistol Buy jetzt für die Power Rangers. Die kommen über die Second Mid. Chico ist in der Mitte. Entry jetzt Matthew.
und Next und SMN sind auf Courts und bei den Apartments. Jetzt wurde dabei Kylie gespottet. Chico ist schon ordentlich in Richtung Arch zurückgefallen. Und somit haben wir jetzt schon vier Spieler auf der A-Seite. Wir haben Rand alleine in der Banane. Der hat da die komplette Info, die er braucht. Alles durchgehalten. Chico mit dem Entry. Und jetzt kommen sie über Arch. Kann Chico escapen? Er macht einen. Bustracks kommen da jetzt zu Hilfe. Chico macht den dritten. 7.gg holt sich die zweite. 2:2. So, eine Mac-10 jetzt auf Akai. Default-Setup wieder von den CTs. Zwei Spieler auf B, drei auf A und Chico mit der AWP in der Mitte. Dort ist Matthew, der kommt jetzt raus. Chico schießt jetzt. Und Nix ist ein Boiler. Jetzt kommen sie aber schnell über die Mitte und sie werden gefährlich jetzt für Chico. Nix kommt da, der Nix macht drei und Chico den vierten. Jetzt ist String alleine nur noch über mit der AWP. Sieht Rand, verschießt und jetzt hat er ordentlich Probleme, denn jetzt werden sie halt erstens wissen sie, wo er ist und zweitens werden sie ihn auch definitiv erwarten. So, AWP erstmal aufs Roof geschmissen, die nimmt keiner. Rand oben am Holz. Aber String kann noch einen machen, Bustracks ist da. Seven holt sich die dritte. So, das Match ist wieder paused. Seven mit einer AWP und vier Rifles gut aufgestellt. Nix hat da in der Mitte ordentlich aufgeholten. Konnte da Chico dann noch ein bisschen das Leben retten. Der ist mit einem Frag da rausgegangen. Die AWP wurde weggedonnert. Aber das Geld ist natürlich da. Von daher ist es kein Problem hier für Seven. Und die Power Rangers müssen jetzt überlegen, was sie hier mit ihren 2-5 ungefähr mal anstellen wollen. Y. Kylie hat eine Deagle, Matthew eine Flash. Und jetzt geht's in die Mitte. Chico. Der wird einfach mal von der P250 weggezappt. Und Bustracks jetzt alleine in der Banane abgestellt. Sie sind da aber hinter der Smoke. Bustracks, du bekommst Besuch. Und zwar von dreien. Jetzt kommt wieder die Rotation von Rand. Rand hinter der CD Smoke. Sieht jetzt Marvin. Hat dann Aim. Veraimt. Ich wollte sagen Aim Punch. Veraimt da ein bisschen. Und SMN kommt von hinten in der Banane. Sie sind da jetzt stuck bei den Power Rangers. Und jetzt müssen sie auch drauf. Y. Kylie ist der Erste, der durchgeht. Rand mit dem Ersten gegen Marvin. Jetzt ist Y. Kylie da. Kann Rand töten. Matthew geht down. Bombe ist gelegt. 1-2 Situation. Beide kommen über CT. SMN bekommt da einen Tag ab. Hat nur noch 10 AP. Nix hat 25. Jetzt kommen sie auf die Side. Nix fällt sofort. SMN steht da auch beim Pool. Geht jetzt auf die Side. Er hat noch eine Smoke. Smoke sich da jetzt ab. Mit Molotov nochmal in Richtung CT. Keine Ahnung, wo weit Kylie ist. Der lässt sich aber Zeit. Wartet auf den Diffuse-Sound. Und holt sich hier die dritte. 3:3. Matches wieder paused. So, was können wir denn bis jetzt hier alles Schönes sehen? Wir sehen, dass Matthew bis jetzt noch nicht ins Spiel gefunden hat. Er hat 0 Frags, 20 ADR. Akai hat 2 Frags und 17. Keine Ahnung, wie das geht, aber er hat es auf jeden Fall. Bis jetzt 3:3. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Power Rangers hier auf jeden Fall auf der T-Seite dementsprechend Runden holen müssen. Sie müssen hier zeigen, dass sie dementsprechend dominant sind, denn die Boys von Seven sind hier auf ihrem Pick. Die wollen Inferno holen, denn sonst sind sie raus. Das ist hier eigentlich schon deren Matchpoint.
Kann man so sagen. Hier geht's um das Match. Jede Runde ist hier verdammt wichtig und sie müssten einfach beweisen, dass sie den Power Rangers Paroli bieten können. Ich meine, Mirage war close. Das kann man sagen, aber auf Info muss natürlich deutlich mehr her. Und da bin ich gespannt, falls es soweit kommt, was auf das 2 passiert. Denn, wie ich davor schon gesagt habe, ganz am Anfang, als ich mal in meinem schlauen iPad da komplett nachgelesen habe, haben die Power Rangers bis jetzt das 2 einmal gespielt. Und das gehört aber zum Standardrepertoire von 7. Also, mal gucken, wohin das die Reise geht, wie lange das wir hier auch zusammen Zeit verbringen können. Ich habe mich jetzt schon wieder gerafft und bin hier ein bisschen lean back und somit können wir das Ganze jetzt auch wieder zusammen genießen. Und ich habe keine Ahnung, was davon los war. Auf jeden Fall holt Akai jetzt den Entry gegen Chico. Bustrax alleine bei Sandbags, da kommt jetzt die Rotation von Rand dazu. Und somit haben wir jetzt Bustrax, der fällt. Der ist ja jetzt alleine aggressive vorgegangen hinter die Smoke. Jetzt ist Rand da. Jetzt ist Nix der Nächste, der in Richtung CT, beziehungsweise jetzt schon auf B rotiert. Und SMN hält alleine die Mitte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wieso das Bustrax da vorgegangen ist. Aber wenn er halt alleine die Banane, beziehungsweise in der Banane steht, dann sollte er so ein aggressive Play nicht machen. Da lag eine Smoke vor ihm. Er ist, glaube ich, durch die Gap durchgepusht. Also, ich rede jetzt nur von den Facts, die ich da vor mir liegen sehe. Da sind nämlich 2 CT-Leichen und da lag noch eine Smoke zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall unnötige Aggression da von ihm. Jetzt bekommt SMN da Besuch von 2 Seiten. Akai holt Rand in der Mitte und Nix alleine jetzt in der Library gegen 5 Spieler von den Power Rangers. Und das ist halt safe. Die 4. Runde für die T's. Und Nix sollte einfach nur schauen, dass er so gut wie möglich keine Utility mehr braucht und seine M4 da mit nach Hause nehmen kann. Aber bei den Power Rangers, ja, da ist halt keine Gefahr, dass die ihn handeln. Ich meine, Akai hat 4-1. Es ist die nächste Pause jetzt gecallt. Was ich sagen wollte, Akai hat 4-1. Ich meine, da könnte jetzt einer noch schon vorgehen. Der Akai wäre auf jeden Fall drin nächstes Mal. Aber man muss ja hier mit der, in Anführungszeichen, neuen Economy nicht irgendwie unnötig was risken. Waffen sind da immer gebraucht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder eine Pause. So, 4-3 steht's. Und das Ding ist halt, dass die Jungs von 7 kein Geld haben. Sie könnten jetzt reinforcen. Aber es wäre halt eigentlich doof, würde ich mal sagen. Vor allem jetzt zu dem Punkte-Count steht 3-4. Die eine kann man schon noch abgeben. Aber die Frage ist halt das, ob die Power Rangers davonziehen können. So, wir haben Disconnect. Nix ist raus. Also Technical Difficulties. Ja, solange wir die Technical Difficulties haben, mache ich einfach ganz leise Hintergrundmusik an. Denn wir sind hier wie bei einem riesigen Broadcast-Unternehmen und da werden jetzt normalerweise die Werbespots geballert, einer nach dem anderen. Aber wir natürlich nicht. Ja! Auf jeden Fall bis jetzt sehr pausenreich das Ganze. Das kann man sagen. Ich meine jetzt Technical Difficulties. Matthew immer noch mit 0 Frags unterwegs. Also bis jetzt noch nicht ins Spiel gefunden. Aber schon 17 ADR und 34 Utility Damage. Also er ist auf jeden Fall der Reinflasher für die T-Side. 5 Enemies flashed. Bustrax dagegen mit 14.
Und ich werd echt mal wissen, was davor mit mir los war. Also ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und war den ganzen Tag unterwegs, 13 Stunden aus dem Haus, arbeitstechnisch, bin nach Hause gekommen, alles easy peasy, Anfang alles easy peasy und auf einmal war da mittendrin im Caster der Wurm drin. Dann drücke ich da noch auf meinem Stream Deck 3 Knöpfe gleichzeitig mit meinen Fettfingern. Und ja, moin. Jetzt JDM-Haltung eingelegt. Und jetzt fühle ich mich einfach mal als Spectator, der mit euch über das Ganze hier mal ein bisschen intensiver redet. Aber solange wie nix nicht da ist, können wir auch Smalltalk über alles Mögliche halten. Also. Könnt ihr euch auch mal wieder lieb haben am Chat. Ich sehe das bloß immer so vom Augenwinkel. Ja, solange wir die noch nicht da sind, gucken wir uns einfach das Bötchen hier an. Also bis jetzt kann man nicht viel sagen, das ist alles so Pick and Play, man hat keinen direkten Aufbau gesehen, irgendwie eine Aggression in Seiten von Spots oder sonst irgendwas. Also es wurde A angespielt, es wurde B angespielt, aber es ging ja noch nicht in irgendeinen Execute. Die einzige Aktion, die mir wirklich im Hinterkopf geblieben ist, sind die One-Taps da von SMN in der Pistol. Die 3 gut mit der USP. Ja, jetzt wäre Herr Brustert dann gut zu wissen, an was das liegt, aber sollte eigentlich, so wie es jetzt aussieht, ist es ein PC-Restart. Also wenn schon so lange dauert, dann ist entweder Inet oder PC-Restart wegen Lags oder sonst irgendwas. Also ich hoffe mal nicht, dass einer rauchen gegangen ist. Das wäre jetzt natürlich ungünstig. Wenn wir das öfter einführen, dann wird das, ja, sagen wir mal in Anführungszeichen, wenig Schlaf für uns alle heute. Ja, könnt ihr ja auch mal über das Wetter unterhalten oder über die Teams, die bis jetzt in die Div 2 aufgestiegen sind. Und nicht hier die ganze Zeit über das eine einzige Thema, das ich die ganze Zeit im Chat da drin lese. Also irgendwann können wir mal wieder über sonnige Sachen reden. Ja, lieber Neo, das ist immer so, wenn's wirklich mal. Wenn du es brauchst, funktioniert's nicht. Ist so mit allem so.
Ja, der gute Nix ist immer noch nicht da. Und hier geht es ja wirklich um alles. Ne? Wenn du es mal ein bisschen. Also, du spielst ja eine ganze Season lang wirklich nur für den einen Moment hier in der Relegation irgendwie was zu machen. Und dann, wenn halt dein PC ein bisschen laggt oder du ein paar FPS-Drops hast, die du meinst, dass du die hast, dann versuchst du natürlich sofort irgendwie eine Pause zu callen, das Problem zu fixen. Schieß mich tot, das kann halt jetzt alles sein. Ich hoffe mal, dass er keine Wireless Maus hat und die Batterie ist leer. Ja, liebe Leute. Ich mach das jetzt mal ganz kurz anders. Ich versuche mal was rauszufinden, an was das liegt. Und schalte mal ganz kurz am Idle-Screen. Und dann hoffe ich mal, dass ich ein paar Bär-Infos für euch habe. Also, haltet die Ohren steif. Bin immer noch da, aber nicht, dass ich hier irgendwie was Falsches mache. Und so wie es aussieht, ist das... Ja, Internetprobleme. So. Nix hat Internetprobleme und sie... Ja. Es geht jetzt darum, ob sie mit einem Stand-In spielen können, denn Nix kann anscheinend nicht mehr weiterspielen. Also... Das ist das, was ich hier jetzt lese. Von daher, ja, meine Mädels. Also solange wie die da hier jetzt warten, würde ich mal sagen, haben wir einfach eine kurze technische Pause, in Anführungszeichen. Solange wie da nichts passiert, geht jetzt einfach mal auf mich. Ich meine, hier seht ihr nichts. Ich kann euch das Game auch weiter zeigen. Da passiert auch nichts. Es steht schwarz auf weiß vor mir, dass sozusagen nichts Internetprobleme hat. Das ist anscheinend auch schon ein paar Mal passiert ist. Von daher, gestern ging's, heute anscheinend nicht mehr. Und... Boah. Just send me a prayer and I'll spread my wings in the sky.
Also ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hier dauert. Ich schalte jetzt einfach mal in der Zwischenzeit wieder auf den Gamescreen. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich hier hundertprozentig erzählen soll. Der Song davor hieß, Moment. In Anführungszeichen, ich guck mal. Up Higher von Sven Carlsson. Also das ist der Interpret quasi. Und das ist der Titel. Ich hab's im Chat reingeschrieben. Ja, wenn ich einspringen soll, dann musst du spielen, du Lampe. Anders geht's nicht. Also, anscheinend klären sie das Ganze hier jetzt ab, wer da einspringen kann oder wer nicht. Und wie das Ganze hier dann natürlich weitergeht, steht jetzt auch noch in den Sternen. Also, ich hoffe, dass das hier jetzt nicht mehr allzu lange dauert. Soweit wie ich das weiß, sind Ersatzspieler nur erlaubt, wenn sie sich im aktuellen Lineup befinden. Deswegen ja die Sache mit dem Rosterlock. Also den gibt es ja in der Saison jetzt zum ersten Mal quasi. Okay, so wie ich das hier gerade lese. Wurde es denn innen angekündigt? Also wurde mir gerade geschrieben. Okay, also ich wurde sofort korrigiert. Bei technischen Problemen ist das regelkonform. Er ist spielberechtigt, von daher wird CD, ja, so wie er jetzt gerade am Server kommt, hier 7 wieder vollzählig machen. Und das heißt, dass wir dann auch weiter spielen werden. Oder jetzt halt tun. Das Ding ist halt jetzt für 7 ist es halt jetzt nochmal ultra schwer. Ich meine, jetzt noch mit Standem eine Map hinten. Jetzt so eine lange Pause. Jetzt auch nochmal erstmal ohne Geld in Anführungszeichen in die nächste Runde starten. So, CD hat jetzt die Position von Nyxt eingenommen, steht in der Mitte close, hat nur eine Deagle. Und in der Mitte stehen sie da zu dritt. Chico, kurz mal mit dem Peak, bisschen Info geholt, zieht sich jetzt in Richtung Arch zurück. Und noch keine Aggression von den CDs in der Banane. Wir haben Ranz und Bustrax auf der Side. Akai mit der AWP in der Mitte. So, Chico und Cedi haben hier so einen kleinen Off-Engel eingenommen jeweils und warten nur auf die Information. Und Bustrax geht jetzt schon in der Banane vor. Wurde jetzt von seinem Mate reingeflasht. Aber bei den Ts ist man halt jetzt voll in der Banane drin. Bustrax jetzt doch nochmal mit der Rotation zurück auf, beziehungsweise in den CT-Bereich und jetzt gehen sie durch.
Sie gehen durch, Bustrax fällt zurück. Wurde da jetzt hinter das Smoke gespottet, rannt mit zwei Frags durch die Smoke. Droppt da erstmal die Bombe. Und somit haben wir das 4 gegen 3. Chico mit CD über die Ruins. Marvin mit 5 AP geht jetzt down. Chico zeigt ihn da mit der Deagle in den Kopf. Und jetzt haben wir noch Matthew hinter der Newbox. Akai steht da in der Banane, aber Matthew holt 3 und somit die 5. Runde für die Power Rangers. Eco-Runde jetzt für 7. Und das ist halt jetzt natürlich mental das Spiel hier für die Power Rangers. Wenn sie hier jetzt ein paar Runden holen, werden sie die Motivation von 7 hier natürlich dementsprechend zügeln können. Bei der ersten Map haben sie sich jetzt schon gesichert. Jetzt müssen die Jungs von 7 in der zweiten Map in deren Pick jetzt noch mit Stand-In ran. Und das halt auch alles on the fly. Matthew, ja, holt hier 2. Akai in der Zwischenzeit nochmal mit der Frag in der Mitte. Jetzt haben wir CD hinter der Smoke. Der wurde jetzt mit Boost gespottet. String ist da. Und das sollte eigentlich kein Problem für die Jungs von den Power Rangers sein. String fällt jetzt nochmal durch die P250 von SMN. Und jetzt von Y Kylie. Der Double Frag in der Mitte. 6-3 steht's und jetzt mal wieder eine Buy-Round für 7. CD jetzt auch zum ersten Mal mit einer M4. Das ist hier natürlich ultra schwierig für ihn, hier einfach so mitten ins Match jetzt reingeworfen zu werden. Bei 7 nimmt man mit Nate's Utility vorsichtig die Banane ein. Rand ist aber schon wieder sehr aggressiv vorne. Ich meine, sie haben die Info, aber wenn sie halt jetzt die Info haben, sollten sie auch jemanden abstellen. Das ist halt jetzt Bustrax. Eine Nate kam in Richtung Holz. Aber die Smoke muss jetzt schnell kommen, sonst gehen sie da durch. Die Flash ist da, Bustrax, du musst jetzt zurückfallen, ansonsten stirbst du da wieder. Er kassiert sofort 47 AP und Rand wollte gerade in Richtung A rotieren, ist jetzt aber auch wieder zurückgefallen. Wir haben Marvin schon vorne in den Apartments. Der wurde da jetzt von SMN gespottet und auch gekillt. Und der Rest von den Power Rangers ist in der Banane. So, Rand im CT, Bustrax auf First Oranges. Und Akai geht mit der AWP zurück in die Mitte. 36 Sekunden noch. Wird jetzt wahrscheinlich versuchen, mit irgendwie einem Peak oder so eine Rotation zu forcieren. Aber bis jetzt ist noch keiner drauf reingefallen. Jetzt geht's durch. Bustrax oben von First Oranges macht da den ersten. Aber Waikali und String können die Side aufmachen. String legt jetzt auf Default und alle Spieler von 7 kommen über CT. String alleine gegen 3. Vorm Pool. CD ist im CT, der wurde jetzt gesehen. SMN kommt auch nochmal durchs gleiche Eck durch. Und somit können sich die Jungs von 7 die 4. Runde holen. Hier zu 6. Das Geld ist komplett da für die Power Rangers. Matthew hatte sogar über 10k. Somit kein Problem auf der T-Side. So, Bustrax hat eine MP9, Rand eine MP5. Da wird hier zusammengekratzt, was nur geht. Und Chico ist mit der AWP ziemlich aggressiv unterwegs in der Mitte. Rand bekommt erstmal einen Orb-Tag ab. Schiebt wieder zurück in den CT-Bereich. So, Bombe tief am T-Spawn gedroppt. 3 Spieler von den Power Rangers in der Top-Banane. Und CD
switcht schon mal die Sides und schließt sich seinen Mates da auf B an. Anscheinend haben sie es irgendwie im Kopf, dass es jetzt auch B werden soll. Flash ist da, jetzt pieken sie da rein. Und es war gut, Akai geht down, Boss Tracks nochmal mit dem zweiten, Matthew fällt jetzt auch. String geht jetzt auch offensiv vor Boss Tracks, ist halt sowas von gespottet. Jetzt, wenn er rausgeht, ist er down. Geht raus, aber Boss Tracks holt da String mit der MP9. Und jetzt haben wir Y-Kylie alleine gegen 5 noch lebende CDs. Der macht jetzt den ersten. Bombe hat er nicht. Und das ist halt jetzt nur noch irgendwie Schadensbegrenzung. 11 HP. Kann er nichts machen. Chico ist da. Holt die 5. für 7. Jetzt eine Double Op auf der CT-Seite. Und Akai mit AWP unterwegs in Mexiko und sucht er das Duell gegen Chico, der aber wieder komplett zurückgefallen ist. Der hält jetzt mit CD da von kurz aus die Mitte. Dieses Mal haben wir die Jungs von den Power Rangers in den Apartments drin. SMN kassiert er 52 HP. Und schiebt sofort raus auf dem Balcony. Bustracks in der Banane abgestellt. Hat da jegliche Info, dass es nicht instant auf B gehen wird. Somit kommt auch die Rotation jetzt von Rand auf den A-Spot. Und alle stehen im Teppichgang drin. Alle stehen im Teppich und CD ist da. Die Smoke wird jetzt faden. Jetzt ist sie gefadet. Jetzt hat er da geresmoked. Aber Matthew droppt. Die Flash war da. Chico mit dem ersten. String und Y-Kylie machen da jetzt 3 Frags. Rand wäre noch auf dem Spot. Der fällt. Und somit haben wir das 1 gegen 2. Bus Tracks gegen Akai und String. Bus Tracks geht durch die Smoke. Hat er den Kopf von String gesehen? 30 HP hat er. Er kann da den Frag jetzt holen. Akai ist close. Bus Tracks mit einer Flash durch die Smoke geht jetzt in den High Ground. Flash ist durch und will dann Ninja machen. Er macht Ninja. Aber Akai findet ihn sofort. Und holt somit die 7. für die Power Rangers. Sieben zu 5, Double Orb wieder auf der CT-Seite, aber jetzt dann absolut kein Geld mehr. So, Chico ist wieder unterwegs, kurz mal in die Mitte reingepiekt, sucht jetzt wieder den langen Rotationsweg zurück in Richtung Arch. Und bei den Power Rangers spielen sie ihren gewohnten Default. Ich meine, sie machen nichts. Sie warten eigentlich nur auf die Aggression von Seven. Bis sie mal einen Fehler machen, gehen dann nach den Picks in, ja, sagen wir mal, in die Richtung der Sides, dann, wo der Spieler gefallen ist. In der Banane haben wir jetzt ein paar Mal Bustracks gehabt, der da down ging. Sie spielen halt, sie spielen defensiv, aber auch nicht. Rand ist jetzt im Anti-Flash geboostet. Bustrix ist da, kann funktionieren. Jetzt auf jeden Fall wird es in Richtung A gehen und alle gehen durch die Mitte. CD steht da mit SMN in den Apartments drin und alle Spieler kommen jetzt über Arch. Chico peekt. SMN mit dem Ersten aus dem Boiler raus und Chico holt da. Flasht Marvin durch die Smoke. Und jetzt geht's über Arsch. CD mit der ABP im Pit. Macht dem ersten. String wurde da gespottet. Geht jetzt in den Highground. Erste Man oben im Balcony. Und somit haben wir das 2 gegen 3. Die Bombe geht defensiv auf der Side. Down wird da gelegt. Und String im Graveyard da jetzt stuck. Auf der Side oben ist Akai, der hat den Highground. Sieht er Chico, ist die Frage. Chico wird jetzt gesehen und Akai macht den ersten. 1 gegen 2. Aber
Rand ist da, holt den letzten Frag und somit sichert sich Seven hier die sechste Runde. Sechs zu sieben. Jetzt kein Geld auf der T-Seite. Sie haben jetzt 3 CZs, 2 P250s, 4 Flashes und eine Smoke auf Marvin. Und CD hat jemanden beim Cross gesehen. Jetzt geht sie die Banane. Boss Drags kann da den ersten nicht machen. Und jetzt ist Rand gleich alleine gegen 5 ankommende Ts. Alle hinter der Smoke und Rand ist close. Jetzt kommt die Flash durch. Rand kann den ersten und den zweiten machen. Aber Waikali holt da jetzt den Refrag. Und somit haben wir eine 3 gegen 3 Situation. Die Bombe geht vor Coffins down. Waikali mit der AWP hinten bei der Newbox. Aimt in Richtung CT, SMN auf der linken Seite, noch nicht gespottet. Hat ihn jetzt gesehen. Die Molotov hat ihn verraten. CD jetzt auch noch im CT. Chico close auf der Side, kann den ersten machen, fällt jetzt. Und somit haben wir CD alleine gegen 2. Geht jetzt saven. Sechs zu acht. Ich meine, das ist wirklich totale Schadensbegrenzung hier für Seven. Jetzt mit Stand-In unterwegs, schreiben sie sich hier nicht komplett ab und lassen die Power Rangers nicht davonziehen. Wenn sie jetzt noch die siebte holen, ist alles gut und nichts wirklich Schlimmes passiert. Chico mit einer Nade in der Mitte. Akai bekommt da 28 AP abgezogen. Jetzt kommt wieder die Flash. Rand wieder alleine vorne. Hat eine Counterflash abbekommen. Und sie suchen sich wieder aggressive die Info. Aber sie müssten eigentlich mittlerweile auch mal gesehen haben, dass die Power Rangers nicht fast die Banane approachen. Das ist immer so Second Wave. Ah, jetzt ist Rand gestorben. Zu aggressive vorne. Und jetzt will ich nicht sagen, dass sie sich das verdaddeln, aber SMN geht jetzt auch down. Jetzt ist CD alleine gegen 5. Alle kommen über die Mitte. Komm, CD. Eine macht er. Ah, für den zweiten hat es noch gereicht. 9 zu 6 steht's. Wir haben wieder einen ganz kurzen Werbeblock, eine ganz kurze Pause und hören uns dann sofort wieder. Und also bis gleich.
So, Boys. Wir sind sofort wieder back. Die zweite Hälfte der zweiten Map wird gleich losgehen und wir haben folgende Situation. Die Power Rangers sind 9-6 vorne. Sie haben sich Mirage davor gesichert. Jetzt haben wir den Pick von 7.gg, aber denen ist ein Spieler abhanden bekommen. Nix ist gedroppt, hat Ine Probleme, wurde jetzt hier replaced für CD. Und somit wird das hier schwierig werden. Ich bin gespannt, was für eine Rolle das CD hier einnehmen wird. Bei 7 spielt man auf jeden Fall nichts Schnelles. So, die Bombe bewegt sich über die Second mit hoch. Jetzt kommt der Flash in Richtung Banane, Boss Tracks. Mit einem Peak versucht er jetzt auf jeden Fall eine mitzunehmen. Marvin ist da, der Peak nochmal rein. Sie sind zu dritt da vor B. Die Frage ist, reicht das? Ja, es reicht. Arch ist komplett offen, aber jetzt gehen sie zusammen auf A. Und im Pit ist White Kylie. Strand fällt. Ja, String ist da, aber kann nichts machen. Rand und Chico machten die Side auf. 4-3 Situation. Die CTs haben das Kit. Und müssen das hier über drei Seiten jetzt retaken. Akai in der Top-Mitte, Matthew in der Library. Sucht Bustrack, sieht ihm da im Pit. Akai sieht SMN und holt ihn. Matthew holt Bustrack. Jetzt haben wir noch CD und Rand über. CD draht da die Attention auf sich und Rand steht auf dem Spot. Jetzt liegt es an CD, die Klatsch muss er holen. Macht den ersten. Marvin ist da. Und wird das jetzt ein Knife-Duel? Ja. Das wird noch ein Knife-Duel. Extra Money ist da. Für den guten Marvin. Und 7 holt sich auf jeden Fall die Pistole. Drei AKs, zwei MAC-10s jetzt für 7. Bei den Power Rangers lässt man B komplett offen. Man konzentriert sich nur auf A und stackt da wirklich aus allen Winkeln die Mitte. So, SMN wird da jetzt wahrscheinlich das erste Opfer werden, das da reinpiegen wird. Eine Flash kommt, SMN zieht rein. Das sieht alle gleichzeitig. Matthew, er ist das erste Opfer. Ja, Waikali fällt da auch noch. Jetzt haben wir einzig und allein noch Akai. Der geht auch down. 8-9. Dieses Mal haben wir hier bei 7 die Banane-Aggression. Anders als bei den Power Rangers approachen sie die Banane ab und zu mal schnell. Bustrax fällt jetzt aber sofort durch die M4 von Matthew. Da ging es ein bisschen weit nach vorne. Wollten da eigentlich nur leer machen. Und Bustrax ging da sofort down. So, Chico und Rand jetzt in der Top-Banane. CD mit der Bombe noch in der Mitte unten und drei Spieler von den Power Rangers auf kurz gestackt. String da im Anti-Flash. Akai und Waikali halten da jeweils Boiler und die Apartments. Aber, meine Freunde, es wird in Richtung B gehen. Matthew hält da auch in dem gefährlichen Engel Banane ab. Ich meine, wenn der erste Flash kommt, der muss zurück auf die Side Cross. Der ist Full Flash, Cross da wahrscheinlich dann White. Das werden wir gleich sehen. 4 Spieler sind jetzt da. Er hat jetzt die Smokes gesehen. Smoke jetzt vor sich ab. Chico ist close. Da geht durch die Smoke. SMN ist der zweite, der kommt. Der killt jetzt Matthew. Und somit haben wir Marvin alleine. Der muss jetzt noch auf seine Mates warten. CD wollte da planten. Kann es auch machen, den Rand kann ihn da supporten, indem das der Marvin einfach mal durch die Smoke bangt. Jetzt holt Rand den nächsten. Und wir haben das 2-2. Akai holt jetzt endlich Rand aus dem Spiel, der da mal ein paar Fracks gemacht hat. SMN
fällt jetzt auch und somit haben wir CD wieder alleine gegen zwei. Ist für Coffins gelegt. Akai ist close hinter das Smoke, hat er gesehen, aber Akai sprayt ihn da einfach nieder und die Power Rangers holen sich die 10. Yxli. Das heißt Yxli. Das ist Yxli. Also das Yxli heißt, kann ich mir nicht helfen. Auf jeden Fall. Haben wir jetzt einen Default-Aufbau über die Mitte. So. CD in den Apartments. Vier Spieler von 7GG um die Top-Mitte versammelt. Bustrax jetzt auf dem Weg, die Bombe zu holen. Sie versammeln sich wieder. Die Mitte ist halt komplett offen. String will jetzt gleich vorgehen für den Infopush. Die Flash ist da. Aber Rand ist ready. Jetzt haben wir Waikali noch im Pit. Akai ist auf der Seite. Da kann nur einen machen. Waikali hinter meinem Fahrrad kann auch nichts tun. Und somit geht die Bombe auf dem Spot da drauf geplantet. Und Matthew und Marvin gehen zum Save. Da können sie auch nichts machen. Ich meine, auf Inferno A gegen vier retaken, das ist halt schon eine Mammutaufgabe. Und dann, wenn du halt nur eine Rifle hast, ist es halt noch um so viel schwerer. Und somit wird das die 19 für 7. Die geben sich da nicht auf. Sieht jetzt bis jetzt nicht so aus, wie als würde sie, beziehungsweise wie als würde das jetzt so viel Unterschied gerade machen, dass nix nicht da ist. Ich meine, CD hat 5 zu 8. Schlägt sich wacker. Für das, dass er halt ohne Warm-Up jetzt einfach mal hier ein Playoff-Game mitspielen muss. Wo es um den ganzen Season geht. Ich meine, erstmal hier ein kurzer Clap dann an ihm. Da musst du jetzt erstmal irgendwie dann kühlen Kopf bewahren, denn du hast halt ein bisschen Verantwortung über. Und vier Spieler könnten da eventuell sauer auf dich sein, wenn du ultra kacke spielst. Aber jetzt haben wir alle 5 von den Power Rangers auf A. Das ist so ein, ja, es ist eigentlich gar nichts. Das ist ein Stack mit 2 P250s, einer Rifle und einer MP9. Ja, Marvin da mit dem ersten SMN. Holt da 2, jetzt wäre der dritte auch noch da. Akai kann sich da rächen. Jetzt haben sie sich eine AK und eine MP9 geholt. Und die Frage ist, kann Matthew hier noch irgendwie Zeit rausholen oder was verhindern? Die Bombe wird auf jeden Fall down gehen. Die spielen halt die komplette Backside aus. Ist hinter Fountain gelegt. Bustrax im Pool. Und CD Newbox und Rand hinten bei Dark. Sie werden den Retake probieren. Marvin ist jetzt der Erste, der fällt. Aber jetzt sollten sie eigentlich zurückschieben. Akai, keine Chance. Und Matthew ist jetzt stuck in den Ruins. Er hat das Kit, er hat das Smoke. Das wird nichts. Das wird nichts. Du wurdest gesehen. 10 zu 10. Bei Round für beide Teams. Eine einzige Person dieses Mal in der Banane. Ansonsten geht's mit 2 sofort in die Mitte. Dieses Mal wird gepusht. String ist da schon so weit unten.
Rand links von der Smoke. Geht sofort down. Und jetzt muss er erstmal Bustrax gucken, dass er da irgendwie rauskommt aus der Situation. Ah, sieht nochmal bei Kylie. Und somit haben wir jetzt das 4 gegen 4. Das ist die Rotation auch da. String geht auf B. Akai hält die Gap. Kann somit Bustrax aus dem Spiel nehmen. Die Bombe wird jetzt am T-Spawn geholt. Chico geht aber über die Second mit. Sodass er da nicht eventuell in eine AWP reinläuft. Hat da noch rechtzeitig dran gedacht. Und String kommt mit 13 AP über die Library. So, Matthew und Marvin haben da ein kleines Crossfire auf der Side aufgebaut. String hält den Arch Cross und jetzt geht's zusammen über kurz. Und Akai hat auch die restliche Info, dass in der Banane unten keiner steht, denn er ist schon komplett vorgepusht. Die Frage ist, wer hat hier den First Contact? Es wird Marvin sein. Nur was sieht er? Wie viele kommen? Kommen sie alle auf die Side? SMN ist der Erste. Der holt sofort Matthew. String geht da auch down und jetzt haben wir beide auf der Side. Marvin macht nochmal einen und wir haben das 1 gegen 1. Chico gegen Akai. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Akai kommt über kurz. Chico, er hat den AK-Barrel gut da gespottet. Akai hat den Vorteil da über kurz. Kann auch locker, flockig, ohne Kills durchdiffusen. Und somit das 11 zu 10. So, Match paused. Match paused und es geht's für 7 um alles. Es geht für 7 hier um alles. Sie haben Mirage verloren gegen die Power Rangers. Jetzt sind sie mit Standing auf Inferno. Und das wird halt so schwer. Ich meine, CD, ihr müsst wirklich sagen, CD79, er ist dabei. Er lässt hier die Jungs von 7 nicht im Regen stehen. Aber das wird hier auf jeden Fall nochmal close. Das kann hier auch eine Overtime werden, wenn es so weitergeht. Bin ich fest überzeugt, die Pause ist jetzt weg. Und dieses Mal 3 Spieler in der Banane von den Power Rangers. Double Aggression. Akai mit AWP, der ist vorne. Der peekt jetzt rein, Rand, aber... Rand ist da, hat da Glück. Da kam der Aim Punch und der Molotov. Und die haben ihm da komplett. Ja, da haben wir mal geholfen. Matthew hält da die Wand, sieht Bustrax. Aber jetzt haben wir Marvin alleine da stuck in der Corner. Bustrax kommt rum. Marvin ist stuck, Rand noch da. Aber Matthew mit dem nächsten. 3 gegen 3 Situation. CD geht jetzt. Oh, CD muss crossen. Marvin hat den Cross nicht. So, CD kann mit der ABP jetzt durchgehen. Er muss sich sein Mate jetzt in der Mitte da anschließen. Wir haben SMN und Chico bei dem Boiler. Und Waikali und String im Pit. So, Banane-Info ist komplett da. Da ist Marvin abgestellt. Jetzt geht's da über kurz. Sie haben mal keine Info. String und Waikai, die werden gleich sowas von überrascht sein, wenn auf einmal 3 Spieler von 7 da schon auf sie warten. Molotov kommt jetzt close und jetzt kommt auch die Action. SMN geht auf die Side. CD jetzt mit dem Fracking Waikai. Die String ist bis jetzt noch nicht gespottet. Chico droppt. So, der nimmt die mit. So, man haben wir Marvin jetzt wieder alleine. Kann jetzt nichts anderes als saven. 7 holt sich die 11.
Und es geht jetzt dann in die 23. Runde. Das Geld ist nicht da für die Power Rangers. Sie werden keine Kohle haben. Roundhouse Bonus ist jetzt erst auf 1, da kommt jetzt dann auf 2, aber guckt euch das an. Sie haben eine AWP, aber sonst nichts. Die Frage ist, wie readen sie halt jetzt die Economy von 7? Falls sie das im Kopf haben, dass 7 eventuell komplett low money sein könnte, könnten sie jetzt reinforcen, sie tun es aber nicht. Marvin alleine jetzt mit der AWP unterwegs in Richtung A, hat er noch einen als Support dabei, falls die AWP down geht. Ansonsten haben wir drei Spieler in der Top-Banane von den Power Rangers. Rand mit dem Molotov closer die Corner. Aber hier der Triple Hold von den First Oranges. Die Bombe wird gedroppt. Marvin mit dem Entry in der Mitte. Schiebt jetzt zurück auf A-Side. Und jetzt kommen sie close. Sie stehen da. AK ist der Erste, der down geht. Die Frage ist, werden sie da noch gespottet? String und Matthew können das hier eventuell klären. Aber Rande ist sowas von ready. Holt sofort 2. Die B-Side ist damit offen. Und Marvin steht ganz, ganz tief im CT drin. Und sucht hier Info oder Frags. Seine Banane kommt jetzt bei Kalia, den erleben wir gar nicht mehr. Und somit muss Marvin erneut saven. Und 7 geht in Führung. 12 zu 11. Ich meine, stellt euch das vor, die holen das hier dann noch mit einem Stand-In. Und gehen da eventuell in die zweite Div mit einem Stand-In. Ja, danach wird es auf das 2 gehen. Jetzt auf jeden Fall haben wir das 12 zu 11. Und die nächste Byron für die Power Rangers. Default Setup wieder für die CTs. In der Mitte haben wir wieder AK mit der AWP. Versucht da sein Glück. Muss sich aber Full Flash zurückziehen. Hat keinerlei Info. Und somit haben wir das Aufbauspiel auf der C-Side. Man hat zwei Spieler in der Banane. Die machen das anders als die Jungs von den Power Rangers. Die haben, ja, die haben es eigentlich nicht eingenommen. Sie haben es immer auf zweite Welle gespielt. Sie haben gewartet, bis die Utility da von 7 verworfen wurde, haben dann die Banane eingenommen und es hat einfach komplett super funktioniert für sie. Und jetzt geht Matthew close in die Smoke. Boss Tracks ist da. Marvin kann sofort den Refrag setzen. Und Rand sucht das Weite. So, jetzt haben wir Marvin mit 19 AP und dem Kids alleine auf der Side. Waikali in der Kirche drin, hat gerade überlegt, in Richtung B zu schieben. Aber es soll noch weiter in Richtung A gehen. Waikali schiebt. Die Bombe geht jetzt auch in Richtung B. Die Intuition ist gut. Die Frage ist, wie viel kann Waikali da machen? Marvin schiebt jetzt in Richtung New Box. Also noch keine Rotation, noch keine weitere Rotation von den CTs. Einzig und allein Waikali will jetzt da auf die Coffins rauf. Und jetzt kommen sie close. Marvin hinter dem Spot. Rand ist der Erste, der durchgeht. Er fällt. Aber jetzt geht er da sofort down. SMN fällt auch. Waikali mit 2. Und jetzt haben wir CD alleine in March. 4 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, AK mitnehmen. Und der Ausgleich. 12 zu 12. Vier Rifles, eine AWP,
bei den CTs 5 Rifles für die T-Seite. Und Chico jetzt in der Mitte. Er sucht aggressiv die Duelle, aber String ist damit Akai ready. Und sie können somit den Entry holen. Jetzt geht's geschlossen bei 7 in Richtung Top Mid. So, Akai hält von Arch aus mit AWP, schießt da gleich beim ersten Shoulder Peak und zieht sich jetzt auch zurück, lässt die Mitte somit komplett offen. Und Bustrax geht alleine da schon über kurz. Akai mit einem Wide Angle geht hier, er wollte da jetzt in die Library gehen, aber die Smoke hat das jetzt da verhindert. Und wird es jetzt ein Split? Ja. Es wird ein Split, sie gehen auf die Side. Marvin kommt schon über die Library dazu. Akai jetzt auf dem Spot. Macht 2. Kann er noch den dritten machen? Nein, Rand holt ihn jetzt. Und somit haben wir das 1 gegen 3 von hinten. Da ist aber schon Marvin da. Rand auf dem Spot. 1 gegen 3 Situation. Matthew close. Und von der anderen Seite kommt Marvin. Rand jetzt mit dem ersten, aber why Kylie? Holt die Runde für die Power Rangers. Und es steht 13 zu 12. Ja, so ein halber Buy jetzt für 7. Wir haben 3 Pistols, wir haben 2 AKs. Alle so auf 1-4-1-7 runter. Jetzt kommt da die Utility von den Power Rangers in die Lower Banane. Dieses Mal wollen sie es denyen, dass die Savage schon wieder die Banane-Kontrolle holen. Aber die, das sieht so aus, als würden jetzt einfach schnell über die Mitte gehen. Bloß wohin ist die Frage? Kurze Misskommunikation. Aber jetzt scheint es anscheinend so, wie jetzt wird es zurückgehen. Und zwar die Banane. Ja, Chico geht down, Matthew da mit einem Frag und jetzt rotieren auch. Ja, 3 Jungs von den Power Rangers zurück in Richtung B. Die Frage ist, wie schnell sind jetzt die Jungs da von 7 auf der Side? Was, check nicht mal CD. Matthew ist schon vorne in den Ruins. 5 gegen 4 Situation, die Bombe geht ungehindert auf dem Spot down, wird da gelegt. Marvin mit dem ersten. 2 gegen 5 Retake. CD hält den Cross. Marvin ist da. Marvin ist schneller. Und jetzt haben wir Rand alleine gegen 5 Spieler. Die Bombe wäre viel gelegt, aber das wäre halt viel zu viel verlangen. Er sprayt jetzt durch die Smoke. Kann er den richtigen treffen? Nein, das tut er nicht. Und Y Kylie holt den letzten Frag und somit die Power Rangers die 14. ...14 zu 12. Full Buy für 7. CD hat keine Nades, hat eine AK. Aber ansonsten haben sie alles, was sie brauchen, um hier die entscheidenden Runden zu holen. Jetzt kommt wieder die Aggression von den Power Rangers. Molotov, tief in die Banane. Double Hold aus der Mitte raus. AK ist deep in Arch drin. Und String defensiv auf kurz. Sie warten auf die Aggression von 7. Ja, sieht aus, wie als würde Chico gleich wieder einen Shot rausbaiten. Smoked jetzt aber hier Arch ab. Und in der Banane geht's wieder vor. Marvin und Matthew, die sind da. Bustrax close an der Wand. Frage ist, wer piekt zuerst? Rand holt Marvin, Rand holt Matthew. Und somit ist B jetzt offen. Jetzt muss nur noch die Bombe dementsprechend schnell down gehen. Die Rotation kommt über CT. So, AK noch gecovert von der CT Smoke. Sucht da die Info in den Ruins. Und das ist gut für 7. Von hinten würde SMN kommen. Wenn sie es lang genug aushalten, dann kann der hier so viel Schaden machen. Aber er muss jetzt dementsprechend schnell da erscheinen. Hat dann Struggle, AK zu töten. Aber Bustrax und Rand
holen 2. Und somit ist es die 13. 13 zu 14 jetzt. Mit Stand-In. 3 Spieler jetzt von den Power Rangers auf B. Jetzt kommt eine Flash, um ein bisschen ja, für Abschreckung zu sorgen, dass die CTs da den Raum aufgeben. Die Gruppen sich zu dritt auf der Side. Kommt nochmal ein Boost hinterher und sie rechnen fest damit, dass das B wird. Es ist ein Gamble. A zu retaken ist hammerhart, aber sie probieren es. Die Frage ist, wird sich der Gamble auszahlen? Chico noch in der Mitte. Die Mitte ist auch komplett aufgegeben von dem Power Ranger. Wir haben AK, der da vor der Library noch steht und auf der Side steht String mit einer FAMAS. Bustracks vorne in der Banane und die Bombe geht in die Banane. Der Gamble geht auf. 35 Sekunden. Und jetzt kommt die Utility. Why Kylie hinten bei den Coffin. First Oranges. Da steht Matthew. Matthew mit dem ersten. Marvin kann den zweiten machen. Chico holt Marvin jetzt und SMN geht down. Waikali fällt ebenso. Wir haben das 1 gegen 3. CD macht den ersten noch 6 Sekunden, aber er findet die Bombe nicht. Und somit holen sich die Jungs von den Power Rangers hier die 15. Und jetzt ist das Match Pause. Sie haben kein Geld. Die Jungs von 7 haben nicht genug Geld, um hier voll reinzukaufen. SMN mit 5-2, Chico mit 4-8. Ansonsten haben wir dreimal um die 2K. Und das sieht da komplett nach Haus, wie als würden hier die Power Rangers in die Division 2 einsteigen. Es ist nicht unmöglich. Ich meine, man hat ja schon alles gesehen. Du kannst auch solche Runden verlieren als CT. Die Frage ist ja nur das, was für eine Spielart, dass jetzt die Power Rangers da, oh ja, sagen wir mal, auf den Tisch legen, wenn sie jetzt wieder so schnell versuchen, oder wenn sie halt jetzt versuchen, schnell aggressiv Raum einzunehmen in der Banane mit Aggression, kann das in die Hose gehen. Jetzt ist ja wieder die Sache. Spielst du defensiv, kommst du eventuell ins Gesicht, du hast 3 Deagles auf der anderen Seite. Jeder hat schon mal eine Klatsche ins Gesicht bekommen. Das passiert dir immer. Ich könnte hier jetzt nichts empfehlen. Ich würde jetzt defensiv spielen, aber wir sehen jetzt gleich, was in der Banane passiert. Marvin und Matthew wieder auf B. Und sie spielen es defensiv. AK hält da. Die Mitte macht den ersten. String mit dem zweiten. Im Pit ist Waikali. Jetzt haben wir das 3 gegen 4. Ah, das sieht gut aus. SMN holt jetzt aber nochmal ein. 3 gegen 3. Die Bombe ist gelegt. Das müsste es jetzt retaken. Die Bombe ist auf dem Spot und so viel Schaden gemacht mit basically nothing. Matthew kommt jetzt über die Top mit Chico. Wenn das Timing jetzt da ist. Oh. Da bekommt er ins Gesicht. Die Flash war da. Jetzt haben wir noch 2 auf der Seite. Und jetzt alleine noch Bustracks. Bustracks gegen 3 für 7. Aber das war's. Und das ist der Aufstieg für die Power Rangers in die Division 2.